Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rolle Müngmanns, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu diesem wundervollen schwarzen Ladescreen. Beim letzten Mal haben wir wahrscheinlich unserem Gegenspieler gegenübergestanden, diesem berüchtigten Renrock. Und jetzt sind wir hier tatsächlich endlich in Hogwarts angekommen, mit dem Die Einführungsrunde Professor, ist dessen nachher Namen noch. ich einfach nicht offen öffentlich aussprechen möchte, Ich weil bin ich das kein Gefühl habe, dass es immer noch Experte, eine Beleidigung ist. doch das scheint angemessener. Aha, super. Nun, ich muss das Medaillon Das schnellstens beunruhigt untersuchen mich ein und dem bisschen, dass der einfach Ministerium so Bescheid Kleidung geben. wechseln kann. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Und. Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Nee. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Nee, scheiße. Und ja, wir sind jetzt natürlich jetzt hier in Hogwarts und. Das interessiert mich jetzt mal. Oh, da ist nochmal der guckt durch. Ich find's natürlich ziemlich Phineas geil. Nigellus Black. Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Aha, da ist er. Moin. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Ja. Nun, das Es Koboldproblem scheint. reicht. Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Junge. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Was ein Assi, ey. Kein Hallo, kein guten Tag, kein viel Glück. Hochnäsischer Assi, aber halt geil gemacht. Es sieht super geil aus, das muss man ganz ehrlich mal so sagen. Grüßt euch, Servus, Hi. Lemming, Professor Weasley, Wanze, noch Professor jemand für Weasley? die Auswahl? Jo. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Also. Haben wir jetzt den komischen Deckel auf dem Kopf? Und, ja. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Ja, natürlich, Du das hast glaubst du. bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ja. Ja, ich bin Ich schon. freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Also man hätte es jetzt natürlich auch ein bisschen In besser der sagen können. Tat. Egal. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aha, und der schwätzt jetzt mit Aber von uns. deinen Das Professoren sieht aus wie ein wirst du Stückchen auch Kacke auf meinem Kopf. einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für. Was ist es nur? Also ich würde mal sagen, Ist es Ehrgeiz. Ehrgeiz? Es Ehrgeiz mag passt. engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz, ein Streben nach Macht. Das ist richtig. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Ah ja, dann auf, hopp. Ah ja, komm, natürlich, das passt, passt, ja, komm. Nehmen wir! Du gehörst nach Slytherin. So, alles klar. Ich wollte auch unbedingt eigentlich nach Slytherin, ich wollte gerne mal das dort erkundigen. Und, je nachdem, wie jetzt tatsächlich Hogwarts Legacy, ankommt, würde ich tatsächlich auch dazu tendieren, in den anderen Häusern tatsächlich auch Oh, mal und vorbeizuschauen. eine Sache noch. Wenn ihr Aufgrund denn der Bock dazu habt. unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Was ist denn Scheiß? Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu.
Sie sollen sich auf ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Okay. Ja, Arschloch. Ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Jo, heißt Lemmingmanze. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Gut, alles klar. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Jo, moin. Meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Ah, ja. Entlang. Ja, ja, gut, okay. Alles klar. Das ist Schüler als... steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das ja, dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Ist so geil, dass so manche Namen tatsächlich wieder auftauchen. Black, Weasley, sogar Fick. Wenn man tatsächlich bei Harry Potter ein bisschen aufgepasst hat, entweder war, hieß die auch Flick oder auch Fick. Gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Die Nachbarin von Harry, die auf ihn aufpassen sollte. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Jo, danke. Geil. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Gucken wir uns den Laden mal an. Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Jo, danke schön. So, gucken wir uns den Laden einfach mal an und ja, geil, es fängt ja direkt an. So ist die Nacht immer voll schnell vorbei. Oh, ein Scheiß. Okay, gemütlich sieht ja jetzt ein bisschen anders aus. Gemeinschaftsraum. Ich finde den hier finde ich tatsächlich ziemlich geil. Oh, nicht schlecht. Ich überlege halt gerade die ganze Zeit, wie tatsächlich, ob nicht vielleicht... Och komm, ich klaue dem jetzt hier einfach mal ein Äpfelchen. Ich bin ja jetzt nicht der größte... Ich mag jetzt natürlich nicht so krass grün, aber ich bin eher der Rot-Typ. Aber gut, was soll's. Was soll man machen? Vielleicht gibt's ja was zu entdecken. So, gucken wir uns hier mal um. Moin, Servus! Aber es ist interessant gemacht hier eigentlich, so ein bisschen Abwasserkanalmäßig. Also ich hätte es tatsächlich, glaube ich, sogar bereut, wenn ich nicht hier runtergegangen wäre. Man kennt ja Gryffindor, kennt man ja im Allgemeinen. Kennt man ja relativ gut durch die Filme. Die anderen würde ich tatsächlich auch gerne einfach mal so kennenlernen. Ne? So mal, einfach mal so durch die Gegend. Cool. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Moin! Muss komisch sein, wenn man im fünften Jahr in Hogwarts anfängt. Ja. Alles klar, die schwätzen anscheinend schon von mir. Yo. Seltsam, so spät mit dem Bruder angefangen. Nun, ich schätze. Nein. Was ist denn das für einer? Hi! Kann ich dir helfen? Jo. Ah, du bist neu in der fünften. Ja. Ich bin Sebastian Sellow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Ja. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Das war aufregend. Natürlich war es grauenvoll. Aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Ja klar, war alles interessant, Mann. Wie soll ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Es geschah alles viel zu schnell. Alter, weiterreden. Kannst du natürlich ein bisschen angeben. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Aha. Was meinst du? Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche?
Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Aha, alles klar. Aha, super. Super! Wenn man einen Kräuterkunde am besten hat, man wohl eher ein weiches Herz. Ja, Kräuterkunde, hier so ein bisschen Hasch und ein bisschen paar Pilze da, also Magic Mushrooms da zusammenköcheln und das kriegt doch jeder hin. Das interessiert mich. Der Geier ist tot, das wisst ihr schon, oder? Hab ich gerade die Bücher umgehauen? Cool. Das wollte ich mir jetzt mal angucken. Wie geil ist das bitte? Einfach mal so ein Unterwasser, wie ein riesiges Aquarium. Geil! Saugeil! Dass es dir halt so überhaupt nicht juckt. Würde ich an deiner Stelle nicht tun, mir ein paar Trankzutaten bauen. Hi. Ich glaube, ich habe was gehört. Was habt ihr denn gehört, hä? Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ja, ich richtig. Bin Ominous. Ominous Gaunt. Hab mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Jo. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar. Der guckt dir nicht ganz genau an. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Aha. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ominous, irgendwoher. Irgendwoher, Leute. Ich schmeiße gerade die Bücher reihenweise um. Irgendwoher habe ich den Namen, glaube ich, auch schon mal gehört. Würde ich an deiner Stelle nicht tun. Jo, was geht hier ab? Okay. Spielen die jetzt hier Schach oder was? Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Der Schwachkopf. War klar. War klar. Ei. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag. Die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Aha. Wir haben es auch so geschafft. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen. Der Besen wäre Zunder gewesen. Ha, nicht bei meiner Flugtechnik. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Cool. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Die hat, glaube ich, ein bisschen hellseherische Fähigkeiten. Hat mich gefreut. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Ja, es ist in Ordnung. Leck mich doch am Arsch. Ja, halt mal Pause hier. Verdammte Hacke. Was geht denn hier? Apropos Astronomie. Wie
Wieso nicht? Die Venus wurde doch ständig über Amitakar redet. Kenware Kestrels. Man merkt, Ronan wäre ein Leben im Theater lieber. Haha! Guck mal hier. Wo das wohl hinführt. Ah, wir müssen hier hoch. Geil. So Wandmalereien. Alles, es ist sehr, alles sehr so mit. Ja, mit so. Mit Wasser und so gehalten. Zu coole Teppiche. Sehr geil. Okay, läuft. Nicht schlecht. Da ist er. Moin. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ja, wenn es sein muss. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Ah ja. Bitte sehr. Mhm. Okay, und ich nehme jetzt diesen komischen Wälzer, der irgendwie auseinanderfliegt und... Jo. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Jo. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Werde ich. Das passt ziemlich gut, finde ich. So ein Zauberbuch. Sehr geile Idee. Was ich gelernt habe. Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Okay. Hier lang. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Ja. Kommen Sie. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Hä? Geil! Kelpi-Statue. Ein Wasserdämon. Ah, das Ungeheuer von Loch Ness sei, das sei ein Kelpi. Cool. Und ich kann so das Handbuch öffnen. Cooler Scheiß. Sehr geil. Aktuellen Herausforderungsfortschritt. Okay. Handbuchseiten, Raum der Wünsche. Cool. Sehr cool. Sammeln Honko Handbuchseiten. Okay, interessant. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Coole Sache, auf jeden Fall. Sehr geil. Wow. Das ist schon ein bisschen strange, aber okay. So. Ich bin jetzt kein Fan von dem Grün, aber... alles klar läuft. Gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Karte öffnen, okay. Ah ja, cool. Huh?
Die Haupthalle, okay. Ich soll jetzt mit dem Flohpulver dann da hin. Und da wäre sehr geil. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese ja. Treppe führt direkt zur Haupthalle. Ich finde das so geil, dass dann auch die Bilder sich hier bewegen. Ich finde das sehr geil. Das von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Geil. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienensturms. Jawohl, der Drache. Das Cross sozusagen. Wo schlafen die Professoren? Haben die keine. Was ist das denn? Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Alles klar. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, ja. Wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Geil. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse. Aha. Jenseits dieser Mauern lauert. Wow, die gibt mir Antworten. Um Aura zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Professor Hackett, okay. Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften, okay, und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Butterbier. Jo, danke. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. Okay. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Ja. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht. Ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ja. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Yes. Ah, da ist er ja. Spricht. Genau. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, wir werden's dass wir angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, ja, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Jo. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Oh, jetzt werden wir nochmal voll geschwätzt, ey. Ja, ja. Viel Glück heute. Ja, danke. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ja, ebenso das ist richtig. Für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Alles klar. Sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, eure Lemmingmanns. Bis zum nächsten Mal und ciao.